Lieber Herr Preis, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind und Ihr neues Buch Angezählt vorstellen. Sie sind ja einer der, wenn ich das sagen darf, profiliertesten Journalisten bisher in Brüssel und demnächst, vielleicht darf ich das schon sagen, Leiter des Hauptstadtbüros in Berlin. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ja, warum ist denn Deutschland eigentlich angezählt aus Ihrer Sicht? Ich denke, da gibt es ganz offensichtliche Gründe, die einfach was mit unserer wirtschaftlichen Situation zu tun haben, die sich in einer Entwicklung befindet, die nicht unbedingt nach oben geht, ganz im Gegenteil. Ausgelöst durch, denke ich, eine gewisse Phase der Bequemlichkeit, auch in der Wirtschaft, aber dann richtig verschärft durch geopolitische Entwicklungen auch, vor allen Dingen die Frage, woher kommt unsere Energie. Politisch etwas geweitet, natürlich auch die Tatsache, dass wir lange nicht in unsere Verteidigung investiert haben und das jetzt müssen. Und das kostet Prozent vom GDP, vom Bruttoinlandsprodukt. Und ich glaube, aus Sicht unserer europäischen Nachbarn sind wir auch angezählt, weil wir immer ein Land waren, was stabil war, politisch stabil, wo die Gesellschaft am Ende auch einen Konsens gefunden hat, wo die Deutschen als ein Volk galten, was sozusagen den Bullshit ein bisschen an der Seite lässt und am Ende doch eine vernünftige Lösung findet. Das trauen uns jetzt viele auch nicht mehr zu, weil man sieht von außen, Deutschland ist unglaublich gespalten. Deutschland ist sogar ein bisschen hysterisch, würde ich fast sagen. Und sozusagen das für das Land, was so zentral ist in der Mitte dieses Kontinents, das macht vielen schon Sorgen. Ja, bedenklich. Denken Sie denn, dass wir in Deutschland Europa ernst genug nehmen? Die Antwort würde aus Sicht eines Brüssel-Korrespondenten fast immer Nein sein. Aber ich glaube, man kann das momentan ganz besonders so sehen. Ich verstehe es sogar ein bisschen, denn wir sind unter Stress, wir sind angezählt, wir müssen uns kümmern um ganz brennende Probleme bei uns im Land selber. Was wir dabei ein bisschen übersehen, ist, dass viele der großen Fragen, sei es die Sicherheit, sei es vielleicht auch die Energiesicherheit, letztlich auf europäischer Ebene besser gelöst werden können. Manche auch nur auf europäischer, bin ich davon überzeugt, aber sehr viele deutlich günstiger auf europäischer Ebene. Und wir haben momentan, ich würde sagen, A, sind wir im Kopf woanders, weil es bei uns ja diese drängenden Probleme gibt. Andererseits haben wir auch über lange Zeit es gelernt, dass im Prinzip der Binnenmarkt die EU ist, dass das für uns sehr gut funktioniert und alle anderen Probleme uns nicht groß interessieren müssen. Das sind akademische Debatten, die überlässt man irgendwelchen Präsidenten, die an der Sorbonne reden, aber wir sind sozusagen handfest im Geschäft. Und das, glaube ich, reicht nicht mehr, weil sich einfach die Welt um uns drumherum so stark auch verändert. Sie haben eben ganz am Anfang angesprochen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Sie denken, dass die Wirtschaft möglicherweise ein bisschen bequem sein könnte. Ich als Wirtschaftsvertreter sehe das natürlich völlig anders. Deswegen frage ich da nochmal nach. Inwiefern meinen Sie das denn? Ich glaube, es ist natürlich schwer, sozusagen ein Geschäft von heute einer Überlegung von morgen zu opfern. Ich glaube aber, dass die Welt sich ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Und wenn wir zum Beispiel gerade gestern sehen, die Tatsache, dass die USA 100% Zoll auf chinesische Elektroautos legen wollen, das bedeutet für uns, durch so eine Entscheidung haben wir entweder demnächst noch mehr Überschuss von chinesischen Elektroautos oder wir müssen nachziehen mit den ganzen Folgen, die das wieder für unsere Wirtschaft dann hätte, in ganz anderen Bereichen, die gar nichts mit Elektroautos zu tun haben. Also sozusagen diese Vorsicht, auch wo genau man steht, wie man das eigene Geschäft verteilt hat, stärker mitzudenken. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die kommt. Die haben sie auch alle schon natürlich im Kopf. Aber ich verstehe, dass es auch sehr schwer ist, weil wenn das Geschäft noch läuft, sich vorsichtig ein bisschen raus zurückzuziehen, ist natürlich auch nicht besonders rational. Ich thematisiere das auch im Buch. Aber das ist etwas, was sicher kommen wird. Und das andere ist, ich bin gerade auch für die ARD im Rahmen einer Doku unterwegs und gucke nach Europa. Und wenn man da fragt bei ausländischen Unternehmern, die sagen, Deutschland hat dieses Qualitätsmonopol auch verloren, dass man wirklich, früher war deutsche Qualität, gerade im technischen Maschinenbaubereich, das Nonplusultra. Ist es nicht mehr. Schon seit 5, 6, 7 Jahren spätestens nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo mir fällt es auf, wenn ich zurück bin in Deutschland, wir sind immer noch unglaublich von uns überzeugt. Ich glaube, außerhalb Deutschlands und auch außerhalb Europas gibt es eine wahnsinnige Agilität und auch Aggressivität, in so einem Markt tätig zu werden, egal welche Branche es eigentlich ist.
Also ich könnte für unsere Branche sprechen, das ist die Schönheits- und Haushaltspflegebranche. Da sind die Unternehmerinnen und Unternehmer mehr als engagiert und treiben ihr Geschäft mit allem, was sie haben, voran. Machen das auch sehr erfolgreich, aber man wünscht sich eben mehr Unterstützung durch die Politik. Da besteht viel Unsicherheit. Und man denkt auch, dass man nicht mehr wettbewerbsfähig möglicherweise sein kann in der Zukunft oder weniger zumindest. Also das Engagement ist hoch, aber die Sorgen sind auch hoch. Können Sie das nachvollziehen? Angezählt. Sind Sie angezählt schon? Ich nicht persönlich. Unsere Branche auch nicht. Aber wir kämpfen auch mit schwierigen Rahmenbedingungen. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Bin gespannt auf Ihre Ausführungen zu dem Buch Angezählt. Dankeschön. Danke.